Hier könnte ein Mettbrötchenverteiler bei rausspringen, aber ist der mir das wert? Das sind 40, 58 Schrotteinheiten umgerechnet, die wir da abgeben. Und eigentlich brauchen wir endlich mal den dritten Schrittpunkt. Aber so ein Mettbrötchenverteiler bei drei Leuten, die auch nicht zweikampfstark sind, wäre auch nicht so verkehrt. Wir hatten echt Glück, dass die hier in dem letzten Sektor rüberkommlinger immer oben zu den Sensoren gegangen sind. Ich werde es nicht machen. Wir geben den Engi nichts und damit halt allerseits. Und willkommen zurück bei Faster Than Light. Engi spüren keine Angst und sind daher auch nicht verärgert, als du ihnen erklärst, dass du ihnen nicht helfen wirst. Sie setzen ihre Reise fort und du tust es. Und du tust ebenfalls. Egal. Ein Glück sind das Engi. Die nehmen es nicht so zu Herzen. Okay. Aber wir können den Punkt auch noch mitnehmen und dann so. Treibstoff haben wir genug und Raketen könnten wir eigentlich auch zum Vorankommen nutzen, oder? Wir schrauben hier hinten ein paar Raketen ran. Wenn wir keinen Treibstoff mehr haben, dann geht's voran. Bis zum Ausbruch des Kriegs muss das ein wahres Paradies für Piraten gewesen sein. Aber der Pirat, der dir jetzt gegenübersteht, wirkt müde und hungrig. Du wirst gegen ihn kämpfen müssen. Zwei Schildgegner mit Zoltanschild. Oh, aber waffenstark ist er. Hohoho. Aber wirklich. Ah, der Geschützstrahl könnte eher dazwischen funken, bevor der Zoltanschild weg ist. Moment. Ja, so krass muss es nicht sein. Der Laserlader 2 schießt ja immerhin alle 5 Sekunden. So. Du wieder voll, da habe ich etwas übertrieben, aber lieber so als einmal Geschützstrahl verballern. Kommen gleich 5 Schüsse an. Wollen wir eine Rakete auf das Waffensystem ballern? Ja, mach mal. Könnte da zu spät sein. Ah, verfehlt auch. Oh, jetzt gibt's Ärger. Kein Waffensystem, viele blöde Räume. Nicht wichtige Räume, aber einmal Sauerstoff. Du bist ja noch bei den bei den Türen. Bis die wieder schießen dauert, das machen wir ganz. So, Schildsystem angekratzt. Cockpit noch nicht, dann setzen wir da mal nach. Jetzt wollen sie abhauen. Cockpit ist aber rot. Und Antrieb ist auch noch angekratzt. Die haben gerade mehr Baustellen als, ja, die sich erlauben können, abzuhauen. Aha. Sie sind viel besser bewaffnet als gedacht. Wir ergeben uns. Nee, das diesmal nicht. Das kann man ja gar nicht verkehrt machen. Wobei dreimal Treibstoff nicht verkehrt, aber wir haben gerade 14. Umgerechnet sind das 28 Schrott, 34. Nee. Die sind praktisch kampfunfähig oder überlebensunfähig geworden mit ihrem Schiff. Jetzt sind sie tot, bevor der Geschützstrahl was macht. Arms. Das Schiff explodiert und wir erhalten 32 Schrott, ein Drohnenteil und zweimal Treibstoff. Umgerechnet sind das 46 Schrott. Super. Da ist ein Laden. Wird wieder nichts mit dem dritten Schildpunkt. Du kannst einige Engi-Raumstationen und Flotten in der Nähe erkennen, obwohl sie wie Schrotthaufen wirken, die nur lose verbunden sind, sind sie unglaublich effektiv. Ihren Konstruktionen mangelt es lediglich etwas an Ästhetik. Mist, wieder kein Schrott. Ich will nochmal Schrott vom Laden bekommen. Dieser Signalpunkt wird von einer kleinen Plattform umkreist. Es scheint eine Art Tankstelle zu sein, die ihre günstigen Preise auf allen Frequenzen und in allen Sprachen verkündet. Toll. Das könnte auch eine Falle sein. Nach der letzten Station sollte ich jetzt vielleicht eher vorsichtiger sein. Ansonsten haben wir gleich noch mehr Hüllenschaden und müssen noch mehr Schrott ausgeben beim Laden.
Ich meine, wir brauchen gerade keinen Treibstoff, aber es wäre schon schade, jetzt 2 Punkte angeflogen, ohne was mitzunehmen. Ich hoffe wirklich auf einen Kampf, Schiff gegen Schiff. Ohne Hüllenschaden voran. Die Plattform, schon wieder. Die Plattform scheint eine Fehlfunktion zu haben und könnte jeden Augenblick explodieren. Da hier in diesem Sektor eine Reparatur 3 Schrott kostet, 3x5 Hüllenschaden, 15 Schrott. Nee, will ich nicht. Diesmal machen wir einen großen Bogen um die Station und fliegen weiter. Du entfernst dich von der Station. Kurz Zeit später lassen einige Explosionen die Tanks ohne Druck implodieren. Okay. Jetzt zum Laden, ansonsten ist er weg. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Die Engi können aus einem einfachen Haufen Schrott erstaunliche Dinge zaubern. Der Engi-Schwarm an diesem Signalpunkt verkauft Ausrüstung für genau das. Eine Seite Bomfi, Notch und der Erik. Ja gut, dann... Ja, wir bräuchten mal einen 4. Leut. So ein Mensch kann nicht schaden, weil der lernt schnell und... Treibstoff werde ich mir... Verkaufe ich dich jetzt? Wenn wir noch einmal das Waffensystem verbessern. 27 Schrott ist schon verlockend. Aber wenn wir halt noch einmal das Waffensystem verbessern, dann hätten wir in der Theorie einen 8er Schuss. Geschwader. Aber wie wahrscheinlich ist das? Da müssen wir halt nochmal knapp... Wir müssen, glaube ich, genau 75 Schrott investieren, ja. Es wird wohl eher nichts. Dann verkaufe ich den, glaube ich, noch mehr einfachen Lloyd. Das scheint mir sinnvoller zu sein. Und zwar Notch. Weil er lernt schnell und kann dann auch schnell Schilder lernen und vielleicht auch Zweikampf stark werden. So ein Reparaturhans wäre auch nicht verkehrt. Nee, ich brauche nicht noch jemanden, der zweikampfschwach ist. Wir müssen endlich mal was tun in der Richtung, wenn schon keine Krankenstationen, verbesserte Türen und so weiter und so fort. Kontrolle. Nee. Ein Lloyd. Etwas reparieren. So. Genug. Mann. Weiter geht's. Wer weiß, vielleicht können wir mal wieder Treibstoff abgeben. So in einer Notsituation. Kann es nicht schaden, noch etwas mehr zu haben. Irgendwann brauchen wir eh genug Treibstoff. Also, klingt doof. Irgendwann brauchen wir eh Treibstoff zum Vorankommen oder eben für solche Events. Eine Gruppe von Engi-Satelliten, die einen nahen Planeten umkreisen, sind der einzige Hinweis dafür, dass das mechanische Volk jemals hier war. Es gibt schönere Orte. Ja, toll, der dritte Signalpunkt, wo nichts ist. Hallo Notch. Übrigens, hallo. Bis zum Ausgang können wir uns noch erlauben. 1, 2, 3, mindestens 4 Sprünge. 1, 2, 3, 4, 5. Gerne 5. 1, 2, 3, 4. Könnte knapp werden. 1. Ich brauche ein Geodreieck. Wobei ein Lineal würde auch schon reichen. Eigentlich wäre sowas ideal für Steam Workshop. Ausrechnen, wie viele Sprünge du noch erlauben kannst. Allerdings hat es ja auch wieder seinen Reiz, das selbst abschätzen zu können und auch mal sich eine faire Einschätzung zu erlauben. Also nochmal. 2, 3, 4, 5 geht klar. 1, 2, 3, 4, 5. An diesem Signalpunkt ist ein einzelnes Schiff. Es ruft dich. Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Unser FTL-Navigationssystem ist zerstört. Können Sie uns helfen, zu einer Station zu gelangen, damit sie uns dort zusammenflicken? Die werden keine bösen Absichten haben, das sind ganz normale Engi.
Ist auch kein Piratenpinselei drauf, das sind einfach nur Engi. Wunderbar, hier nehmen Sie den Treibstoff als Anzahlung. Wir bleiben einen Schritt hinter Ihnen und folgen Ihren Sprungsignaturen. Wir wollen ja nichts riskieren, oder? Das klingt eher nicht wie Engi, diese Fragestellung. So, wir können uns noch entscheiden. Eins, zwei, vier, vier. Oh, Sonne, hallo. Dreier-Schildgegner, jetzt wird's interessant. Dieser Signalpunkt wurde zu nah an einem Riesenstern der Klasse M platziert. Das Schiff wird sich langsam überhitzen, bis du von hier verschwindest oder stirbst. Ein Pirat, der die Gefahr der Sonne nicht beachtet, greift dich an. Hat auch noch ein Drohnensystem. Zwei Schüsse und eine Drohne. Muss er erstmal timen, aber mit zwei gleichen Waffen wird das recht einfach sein. Na, das wird interessant. So, sobald Leto bereit ist, sofort schießen. Bei vier Schüssen, dann kommt das einer durch. Nee. Beim Dreierschild lohnt sich das nicht. Beim zwei hätte ich es noch gemacht. So, laden wir komplett auf. Nein, ein Schuss ist nicht vorbeigegangen, ich hätte den Antrieb mal verbessern sollen. Aber ich will auch einen Schildpunkt mehr haben. Ach, alles gar nicht so einfach. Bitte triff, Rakete, bitte triff. Jawohl. Waffen gleich komplett aus, weil bloß zwei Balken gehabt und er braucht ja bloß zwei. Gut, Sie haben gewonnen, hier haben Sie etwas Ausrüstung. Verschwinden Sie jetzt! Dreimal Treibstoff und drunter 16 Schrott ist viel zu wenig. Umgerechnet sind das 24 plus 9, 33. So, die Sonne kommt gleich. Bei ihm geht's richtig rund. Den Netto brauchen wir jetzt nicht mehr zwingend. Kriegen wir auch so locker hin. Auch wenn wir Raketen mehr als genug haben. Da unten ist ein Feuer, das kriegt alleine nur ein Feuer, okay. Das war wieder ein cooles Geräusch. Hat er jetzt noch mehr Feuer? Also beim Drohnensystem muss er auf jeden Fall löschen. Haben wir noch Feuer? Bei den Schilden wird mehr. Ich habe gerade mal geguckt hier, ob hier noch mehr Feuer ist. Und dann ging der Blick so und oh. Wir brauchen aber gerade kein Schildsystem, weil wir keine Schüsse zu erwarten haben. Dann machen wir es so aus. Es wird einfacher gehen bei schon zwei Flammen und nur ein Leut drin im Viererraum, das geht schief. Im Sinne von, das kriegt ihr nicht alleine gebacken. Gegner ist putt. Das Schiff explodiert und wir erhalten 33 Schrott und drunter eine Rakete. Umgerechnet 41, 47 Schrott. Jetzt haben wir 77 Schrott. Kann er sich gleich mal beweisen? Wir dampfen Feuer ab, auch wenn es ein Schildpunkt ist, ich will nicht nochmal Höhenschaden bekommen. Du empfängst eine Nachricht, das erste Geschenk, die auf allen Kanälen gesendet wird. Kostenlose Bauplanproben. Besuchen Sie unser neues Drohnengeschäft in Sektor KR1-45. 17 Schrott und eine Strahlendrohne 1. Die können wir verdicken. Und wir können uns jetzt hier in Ruhe reparieren. Wenn man jetzt noch, wenn man jetzt gezielt auf Drohnen setzt, dann wäre es noch cool, wenn man jetzt mit dieser Werbung auch diesen Laden finden könnte, um dann sich eben bewusst mit Drohnen einzudecken. Das wäre cool. Ja, das passt immer noch. 130. Beziehungsweise wären wir einmal Strom über. Aber wir brauchen jetzt einmal Strom. Ich krieg nicht mal die beiden Balken. Okay, wir warten noch einen Kampf. Hier wird schon kein Pulsar sein. Die Enki warten am Signalpunkt auf dich mit aktivierten Waffen. Sie erklären dir, dass ein Computervirus an Bord deines Schiffs ist. Mist, wir haben keinen virusfähigen Enki. Deswegen Verbrechen gegen die Enki-Binärverschlüsselung, Nano-Auflösung und Variablenstörung gesucht wird.
Sie bestehen darauf, dass sie dein Schiff zerstören müssen, um zu verhindern, dass das Virus entkommt. Und zwei Schritt gegen das geht ja. Oh, die Gläfe. Zum Teufel mit den Engi. Niemand bedroht ungestraft dein Schiff. Du machst dich bereit für den Kampf. Zwei Abwehrdrohnen. Zum Glück setzen wir nicht auf Hacking und er hat bloß ein Zweierschild. Und wir haben Schildbrecher. Echt Schwein gehabt. Eine Abwehrdrohne 1 und 2 mal wieder. Zwei Schildgegner, dann können wir die Taktik fahren mit hier aufs Cockpit, auch wenn die schnell reparieren. Aber dann können wir vielleicht gesichert 4 Schüsse abgeben. Mal gucken. Ach ja. Ich bin auch ein Vogel. Ich dachte gerade, hä? Was fliegen hier Laserschüsse entlang? Ich habe die doch gar nicht eingesetzt und ich habe doch gerade gesagt, zwei Abwehrdrohnen, aber mir war die Bedeutung gerade überhaupt gar nicht bewusst. Das ist ja lustig. Okay, dann warten wir auf die Gläfe, die auf jeden Fall Schaden macht, egal ob wir getroffen werden oder nicht. Noch 5 Sekunden warten. Die braucht halt 22 Sekunden. Wir brauchen weniger als 20. Das könnte gerade so hinhauen. Wenn der letzte Schuss dann da eintrifft, ich warte noch den Einschuss. Aber wenn die Gläfe einmal ansetzt, dann aua, aua, aua. Okay, schießen. Nein, noch nicht. Der ist noch nicht bereit. Oh. Muss aufpassen, die Gläfe schießt gleich. Stimmt, der Fellaser 2 schießt ja auch was weg. Aber die Gläfe ist weg, das ist die Hauptsache. Jetzt können wir beruhigt sein. Gut. Jetzt haben die erstmal zu tun und wir können die 4 Schüsse wieder aufladen. Die Abwehrdrohne 1 ist aus. Ich werde eine Rakete einsetzen, einfach um die Abwehrdrohne abzulenken. Bei der Abwehrdrohne ist gerade keiner, die versuchen wieder ihre Gläfe in Gang zu bekommen. So, Ablenkung. Fliegt die Rakete schneller? Ja, da guckt der Laser aber. Alle Waffen wieder bereit, aber der Geschützstrahl auch gleich und der macht Bums. Gut. Jetzt, da das andere Schiff zerstört ist, hat das Virus dein Schiff verlassen und sich irgendwo im System des Wracks festgesetzt. Vermutlich würde es auf das nächste Engi-Schiff überspringen, das vorbeikommt. Aber deine Mission ist so wichtig, als dass du riskieren könntest, es aufzuhalten. Warum eigentlich das nächste Engi-Schiff? Wir waren auch kein Engi-Schiff. Wahrscheinlich, weil hier die Engi-Schiff-Vorkommnisse wahrscheinlicher sind, weil halt Engi-Sektor. Wir erhalten einmal Treibstoff, ein drunter und 20 Schrott. Das ist aber immer noch nicht so viel Treibstoff, wie ich ganz gerne hätte. Treibstoff, Schrott. Armer Antrieb, der ist als nächstes dran. Jetzt haben wir ja starke Waffengeschützstrahl maximiert und 3 Schildpunkte als nächstes Antrieb und sparen für Hacking, Gedankenkontrolle und wer weiß was noch. Eine ziemlich große Flotte von Zivilschiffen wird an diesem Signalpunkt festgehalten. Scheinbar handelt es sich um einen Rebellenkontrollpunkt, der alle Schiffe nach möglichen Verbindungen zur Föderation untersucht. Bisher hat man dich nicht bemerkt. Dich alleine durchschlagen, angreifen und verschwinden. Ich würde so ganz gerne mal das gegnerische Schiff wissen, aber das wissen wir wohl selbst noch nicht, weil das so viele Schiffe sind. Wir haben ein Dreierschild, wir gehen's ein. Hacking hat er, ein Zweierschild, ein Dreierschuss, Viererschuss, Abwehrdrohne 2 und Kampfdrohne. Gut. Viererschuss, ein Dreierschild. Der geht. Oh, nicht auf den Antrieb, auf die Türen. Gut. Das werden wir hinbekommen, denke ich, ohne großen Schaden. Lange keine Raketenwerfer mehr gehabt, aber die hatten wir auch schon ganz schön lange zuhauf. Wir warten, bis alles maximiert ist und ein Lator wird auch eingesetzt. So, Waffe nicht getimed und 2 Schüsse fliegen daneben. Waffen sind nicht so schlimm, die kriegen die eh nicht gut hin. Timing und so. Dann verläuft das Schildsystem. 6 Schüsse, 2 Schildpunkte, Abwehrdrohne 2. Und die haben noch Ausweichen. Aber wir haben den Geschützstrahl. Drohne außer Gefecht.
Dreierschuss kann ich durchkommen, weil Dreierschild. Hacking hackt. Sinnlos herum. Will mich aber nicht beschweren. Solange die Abwehr drunter noch aus ist, da repariert gerade keiner, gehen wir mal auf Federschuss einen Treffer. Und dann vor dem Geschützstrahl machen wir dem Ganzen noch ein Ende. Jetzt wollen sie abhauen, ohne... Cockpit, haben sie gerade gemerkt, geht nicht. Sie schicken dir eine Nachricht. Ihr Schiff ist überraschend gut ausgerüstet. Nehmen Sie das hier bitte an und lassen Sie uns leben. Dreimal Treibstoff, drei Raketen und 22 Rot umgerechnet sind das 18, 40, 49. Ich brauche die Raketen wirklich nicht mehr. Nö. Na, zu früh geschossen. Naja. Kommt der Geschützstrahl nochmal zum Einsatz? Mal gucken. Nö. Ah, sieht schon besser aus. Oder? Das Schiff explodiert und wir halten 33 Schrott, 2 Raketen, 2 mal Treibstoff. Umgerechnet sind das... Was habe ich gesagt? 49. 45 plus... 6, ja, 51, knapp mehr. Und wir können... Wir haben ja Schrott und Treibstoff haben wir auch bekommen, insofern passt das. Weniger Raketen, gut. Ah, weil ja der Ausgang stimmt, dann mache ich jetzt noch den Energiebalken, damit wir so gut es geht ausweichen können. Und der Antrieb freut sich auch. Gut. Bei Bedarf Sauerstoff aus, Antrieb noch stärker. Und damit dann fast ein Drittel Ausweichchance. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.